Egal, ob du nun für den nächsten Bullrun oder langfristig in Krypto investierst, was musst du über Layer 1 und Layer 2 Projekte wissen, um Krypto besser zu verstehen? Und noch viel wichtiger, was bringt dir das Wissen für deine Investments? Daher 5 Dinge, auf die du achten kannst. Die Blockchain-Layer in Krypto einfach erklärt. Hast du Lust? Ich sowas von. Also lass uns loslegen. Eine Blockchain ist nicht nur eine Kette von Blöcken mit Transaktionen. So simpel ist das nicht. Eine Blockchain ist viel mehr wie ein lebendiges Ökosystem, das in Schichten, sogenannten Layern, beschrieben werden kann. So wie unsere rund 500 Internetprotokolle nach dem TCP/IP-Referenzmodell auch in Schichten klassifiziert werden. In der Kryptowelt wird umgangssprachlich häufig von Layer 0, Layer 1 oder Layer 2 Projekten gesprochen. Was ist damit gemeint? Lass uns von unten nach oben vorgehen. Layer 0 Projekte werden häufig die Projekte genannt, die Entwicklern Rahmenwerke für Layer 1 Blockchains anbieten. Entwickler sparen sich auf diese Weise viel Zeit und Geld. Überleg mal, wie aufwendig es ist, eine neue Blockchain wie Ethereum zu bauen, geschweige denn dieses Monstrum zu sanieren. Layer 0 bieten außerdem eine zugrunde liegende Infrastruktur- und Sicherheitsebene an, die den Datenaustausch von Layer 1 Blockchains ermöglichen. Das wiederum verbessert die Interoperabilität und Skalierbarkeit von Layer 1 Blockchains. Ein bekanntes Layer 0 Projekt ist zum Beispiel Cosmos. Entwickler können über verschiedene Lösungen wie die Rechenmaschine Comet BFT oder das Cosmos SDK ihre eigenen App-Chains, anwendungsspezifische Blockchains, bauen. Weitere Schnittstellen und Protokolle wie zum Beispiel das gemeinsame Cross-Chain-Kommunikationsprotokoll IBC ermöglichen einen interoperablen Austausch innerhalb des Cosmos-Ökosystems. Layer 0 Projekte funktionieren je nach Design und Beziehung zu der Layer 1 Blockchain unterschiedlich. Cosmos besteht zum Beispiel aus einer Multi-Hub-Architektur. Der erste Hub ist der Cosmos-Hub gewesen. Die Hubs verbinden die Zonen, das sind die unabhängigen Layer 1 Blockchains. Im Gegensatz dazu hat zum Beispiel Polkadot, ein weiteres Layer 0 Projekt, nur einen zentralen Angelpunkt, die Relay-Chain, die Parachains miteinander verbindet. Also ist Ethereum kein Layer 0 Projekt? Nein, Ethereum ist eine Layer 1 Blockchain. Bitcoin übrigens auch. Wir kommen zu Layer 1. Hey, in meinem Online-Kurs lernst du mit mir, wie du in 5 Schritten in Kryptowährungen investierst. Definiere deine finanziellen Ziele, bewerte deine Coins nach einem Punkteschema und erstelle dein passendes Portfolio. Den Link zum Kurs findest du unten in der Beschreibung. CryptoCasey hat für uns ein paar Beispiele. Examples of other Layer 1 Blockchains are Solana, Cardano, Avalanche, Algorand, Elrond, Tron and many, many more. Der Layer 1 ist das Herzstück eines Ökosystems. Ethereum ist die Basis-Blockchain, auf der alle anderen Projekte aufbauen. Dezentrale Börsenplattformen wie Uniswap zum Beispiel, oder, Casey? OpenSea is an NFT marketplace that was built on Ethereum. Aave is a decentralized financial project that allows people to lend, borrow and stake crypto, built on Ethereum. Layer 1 Blockchains tragen den Konsensusmechanismus. Der Konsensus legt fest, wie sich die Knotenbetreiber in einem dezentral organisierten Netzwerk auf die neuen gültigen Transaktionen einigen. Der Layer 1 ist also der Layer, der ein Netzwerk sicher und dezentral macht. Versagt dieses elementare Herz, versagt der ganze Körper. Layer 2 Projekte sind Projekte, die sich auf Layer 1 Blockchains auflagern. Ich vergleiche Second Layer immer mit einer Ritterrüstung. Der Ritter entspricht Ethereum bzw. einem Basisnetzwerk. Die Rüstung entspricht Polygon. Polygons Architektur ist wie eine Ritterrüstung Second Layer auf zweiter Ebene aufgebaut. Bekannte Beispiele für Ethereum-freundliche Second Layer Projekte sind Polygon, Arbitrum oder Optimism. Base ist ebenfalls ein neueres Layer 2 für Ethereum, entwickelt von Coinbase mithilfe des Open Source Stacks von Optimism. Das Lightning-Netzwerk ist zum Beispiel ein Second-Layer-Netzwerk für Bitcoin. Layer-2-Projekte gibt es, weil Layer-1-Blockchains das Blockchain-Trilemma aus Sicherheit, Dezentralität und Skalierbarkeit lösen möchten, es aber häufig an der Skalierbarkeit hapert. Second-Layer bieten die zusätzliche Power, indem einzelne Transaktionen und Funktionen an sie verteilt und ausgelagert werden. Dadurch werden viel mehr Transaktionen wie in Fließbandarbeit abgefertigt.
Die Skalierung, also die Netzwerkkapazität, erhöht sich, die Transaktionskosten werden niedriger. Jeder Second Layer bietet technologisch eine andere Strategie der Skalierungslösung an. Arbitrum und Optimism arbeiten zum Beispiel mit Rollups, Polygon über das Prinzip von Sidechains, Lightning über unzählige Zahlungskanäle, sogenannte Payment Channels. Nochmal zurück zu Layer 1. Es ist ja nicht so, dass Layer 1 gar nichts dagegen unternehmen, um die fehlende Skalierbarkeit zu lösen. Es gibt bisher verschiedene Layer 1 Lösungsansätze. Man hat zum Beispiel schon versucht, das Blockgrößenlimit zu erhöhen. Ja, so entstand dann zum Beispiel die Bitcoin Cash, eine Hardfork von Bitcoin. Oder man drehte am Konsensusmechanismus. Ethereum veränderte zum Beispiel mit dem Merge 2022 seinen Konsensus von Proof of Work auf Proof of Stake unter Einbußen der Dezentralität. Oder man baut eine On-Chain-Skalierungslösung namens Sharding ein, unter Einbußen von Sicherheit. Beim Sharding werden große Datenbanken in viele kleine Daten gesplittet. Da ist die Idee, dass nicht alle Knoten müssen alle Transaktionen jetzt sehen, sondern man kriegt immer einen Subset zugewiesen. Ethereum will ein neuartiges Sharding, das sogenannte Dank-Sharding, einführen. Der Proof-of-Stake-Konsensus soll das Sharding unterstützen und sicherer machen, so der Plan. Klingt bisher vielversprechend. Wo ist dann der Haken? Es ist nicht so einfach, einfach den Durchsatz von Layer 1 zu lösen. Eine große Operation am Herz ist viel gefährlicher als eine kleine Operation am Arm. Weitere Möglichkeiten bestehen darin, alternativ zu Blockchains sogenannte DAGs zu verwenden oder die Struktur mit anderen DLTs zu kombinieren. Beispiele für solche Projekte sind IOTA, Hedera Hashgraph, Constellation, Avalanche, Casper, LF0 und noch ein paar mehr. Gibt's eigentlich auch einen Layer 3? Ja, die gibt's. Layer 3 sind häufig Anwendungsschichten. Sie heißen auch Application Layer. Layer 3 fungieren als Benutzeroberfläche für den Nutzer und hosten alle möglichen V-Apps und Protokolle. Zum Beispiel Web3-Projekte oder DeFi-Projekte wie dezentrale Börsen. Uniswap oder PancakeSwap zum Beispiel. Dann NFT-Marktplätze wie OpenSea oder Magic Eden. Wallets wie MetaMask. Games wie Axie Infinity oder Steppen und vieles mehr. Leider gibt es keine Zauberformel für garantierten Erfolg. Doch mit dem Wissen um die Layer kannst du vielleicht schon ein bisschen besser einschätzen, wie wahrscheinlich ein Projekt kurzfristig oder langfristig erfolgreich werden könnte. 5 Dinge, auf die du achten kannst, wenn du in verschiedene Krypto-Projekte investierst. Erstens, wie wirtschaftlich arbeitet dieses Ökosystem? Schau dir nicht nur den Token an, denn hinter dem Token steckt ein Ökosystem. Achte bei deiner Einschätzung auf 2 entscheidende Säulen, die Infrastruktur und die Menschen. Ein Blockchain-Ökosystem verhält sich ähnlich wie ein souveräner Staat. Je stärker das Wirtschaftswachstum, desto eher steigt der Wohlstand in dem Land. Ein innovativer Industriestaat erzeugt mehr Produkte und Dienstleistungen und damit mehr Werte als ein spärlich besiedelter Inselstaat. Auf Krypto übertragen, was tut ein Krypto-Projekt, um Menschen, Entwickler und Nutzer anzuziehen? Hat ein Projekt die finanziellen Kapazitäten, die Entwicklungen zu finanzieren und zugleich finanzielle Anreize für die Community zu schaffen? Eine schlechte Finanzierungsplanung ist einer der häufigsten Gründe, warum Startups scheitern. Positive Hinweise liefern zum Beispiel eine aktive Roadmap, eine hohe Entwickleraktivität und Geld von Risikokapitalgesellschaften. Wettbewerb innerhalb des Ökosystems ist gut. Je mehr ähnliche Anwendungen zum Beispiel aus dem DeFi-Bereich auf dem Layer 1 aufbauen, desto mehr wird technischer Fortschritt vorangetrieben. Projekte, die nicht konkurrieren, aber sich sinnvoll ergänzen, zum Beispiel das passende Wallet zu den Tokens, die halten den Nutzer, das ist gut für das Netzwerk. Das ist vom Prinzip her so, wie wenn du zum Einkaufen in ein Einkaufszentrum fährst. Du weißt, dort gibt es Lidl, Aldi, Müller und vieles mehr. Das, was du beim Lidl nicht bekommst, holst du dir beim Aldi und umgekehrt, ohne das Zentrum zu verlassen. Und wenn wir schon beim Endverbraucher sind, schau dir deine Mitnutzer im Ökosystem an. Wer neben dir wird diese Anwendungen nutzen? Mehr Short- oder Long-Term-Investoren? Ein Nutzer, der in PP Geld schmeißt, wird eher bei der nächstbesten Gelegenheit abstoßen. Zweitens, Layer sind für ein Ökosystem unterschiedlich wichtig. Dienstleistungen und Anwendungen hauchen einem Blockchain-Ökosystem erst das Leben ein. Ohne all diese ganzen Metaverse-Projekte, Games, Landing-Protokolle und so weiter gäbe es gar keine Anwendungsfälle. Warum sollte ich oder ein Unternehmen sonst einen Blockchain nutzen?
oder aufgelagerte Anwendungen. Also Layer 3 wäre eine Blockchain, nur ich zitiere Wikipedia, eine kontinuierlich erweiterbare Liste von Datensätzen in einzelnen Blöcken. Layer 3 spielt also eine entscheidende Rolle dabei, die Technologie für uns greifbar zu machen. Sie werden aber niemals so wertvoll wie ihre Basis-Blockchain werden, die für Layer 3 die ganze dezentrale Datenkramarbeit macht. Und das ist meistens eine Layer 1-Blockchain. Layer 2-Projekte halte ich persönlich für wichtig, um das Skalierbarkeitsdilemma zu lösen, aber weniger wertvoll als eine Layer 1-Blockchain. Drittens, hat das Projekt Zukunft? Es gibt viele konkurrierende Lösungen, um die Interoperabilität und Skalierbarkeit von Layer 1-Blockchains zu verbessern. Momentan sind zum Beispiel für Ethereum Roll-Up-Projekte wie Arbitrum oder Optimism sehr interessant. Doch werden Roll-Ups in ein paar Jahren dominieren oder kommt eine bessere Second-Layer-Skalierungslösung daher? Was ist mit Layer 0? Wie sehr werden Layer 1-Blockchains deren Lösungen annehmen? Ein starkes Produkt oder ein zu nischiges Produkt könnte das Projekt eines Tages zum Stillstand bringen. Ursprünglich war Polygon nur gedacht, eine reine Skalierungsplattform für Ethereum zu sein. Im Rahmen seines Rebrandings konnte Polygon sich stetig weiterentwickeln. Viertens, für welche Dienstleistungen wird der Token verwendet? Gerade wenn du in Layer 2 Projekte investierst, schau dir an, welche Funktion, welche Utility der Token momentan hat. Das kann sich jederzeit ändern. Wer den Arbitrum-Token besitzt, kann Teil einer DAO, einer dezentralen autonomen Organisation werden. Gleiches Spiel wie bei Optimism. Governance-Token, aktuell kein Gas-Token. Klarer Unterschied zu Ethereum und Polygon. Für manche Layer-2-Projekte wie Lightning gibt es momentan kein Token. Wie erfolgreich wird Bitcoin? Lightning hat keinen Lightning-Coin. Die Nutzung von Lightning hängt maßgeblich von Bitcoin ab. Layer-1-Netzwerke wie Bitcoin sind dagegen auf ihren Bitcoin für die Miner zwingend angewiesen. Fünftens, Krypto-Projekte werden nicht nach einem Standard klassifiziert. Aus diesem Grund wirst du nicht jedes Projekt nach Layern einteilen können. Häufig fehlen einzelne Layer. Es gibt weiterentwickelte Konzepte oder die Einteilung nach Layer 0, 1, 2 und 3 verschwimmt mit den 5 Ebenen der Blockchain-Architektur, die du hier siehst. Entwickler können einer Blockchain auch neue Layer hinzufügen, ohne was am Kernprotokoll zu verändern. Und es gibt keine offiziellen Layer 2-Projekte. Für Ethereum jedenfalls nicht. So wie es keinen offiziellen Ethereum-Client gibt, wird es für Ethereum auch keinen offiziellen Layer 2 geben. Ethereum ist frei zugänglich. Aus technischer Sicht kann daher jeder einen Layer 2 erstellen. So wird es von den verschiedensten Teams jeweils spezifische Layer 2-Versionen mit unterschiedlichen Designansätzen geben. Und weil jeder was erstellen kann, ist es umso wichtiger für dich, dass du Krypto besser verstehst. Ich hoffe, ich kann dich mit meinem Video dabei unterstützen. Zusammengefasst. Ob ein Projekt am Ende erfolgreich ist, hängt nicht nur davon ab, wer die beste Technologie anbietet. Der Erfolg ist multifaktoriell bedingt. Auch die deutsche Wirtschaft musste sich verändern und einen Strukturwandel vollziehen, um positiv zu wirtschaften. 2022 arbeiten nur noch 1,2% in der Land- und Forstwirtschaft. Dafür 75% von uns im Dienstleistungssektor. 1950 waren das nur 32%. Ich will dir damit zeigen, dass ein Ökosystem konstant an verschiedenen Schrauben drehen muss, um gesund zu wirtschaften. Ein Netzwerk muss kontinuierlich genügend Mehrwerte schaffen, sich mit der Zeit mitentwickeln, seine Nutzer mit unterstützen, damit wir das Netzwerk stützen. Kurzfristiger, mittelfristiger oder langfristiger Erfolg bestimmt die Strategie. Wenn du das strategische Muster eines Projekts erkannt hast, kannst du entscheiden, passt das Projekt zu deiner Strategie. Das war's, geschafft. Erste Pause und dann gleich ein weiteres spannendes Video, oder? Ob Lightning, Ethereum Second Layer oder ein ausführliches Video zu Polygon, schau dich einfach um. Ich freue mich auf dich. Bis dahin, bleib von Krypto fasziniert. Tschüss. Zum Beispiel das gemeinsame Post-Run, Bullrun oder langfristig. Stabilität und Skalierbarkeit von Layer 1 Blockchains, die du achten kannst, wenn du in verschiedene Krypto wählst. Arbeiten nur noch 1,2% in der Land- und Forstwirtschaft bzw.